Ja, herzlich willkommen bei FAM aktuell heute am 31. März und ich freue mich jetzt, dass telefonisch zugeschaltet ist der sächsische Staatsminister des Innern, Professor Dr. Roland Wöller. Professor Wöller, ich begrüße Sie. Ja, schönen guten Tag, Herr Wagner. Ja, das sächsische Kabinett hat heute getagt und es ging natürlich um das Thema Corona. Wie ist denn die aktuelle Situation? Wie wirken denn die bisherigen Maßnahmen oder sind sogar verschärfende Maßnahmen noch im Gespräch gewesen? Also wir haben nach wie vor eine sehr dynamische Lage, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das Infektionsgeschehen zunimmt. Wir hatten vor einer Woche etwa 700 nachgewiesene Infektionen mit Corona. Wir haben jetzt mehr als 2000. Vor einer Woche hatten wir einen Todesfall, jetzt sind es mittlerweile 13. Insbesondere betroffen sind gerade die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das heißt, wir können keine Entwarnung gehen. Das Infektionsgeschehen ist nach wie vor dynamisch und die Lage ist ernst. Mhm. Und deswegen hat ja die sächsische Staatsregierung, wie andere Bundesländer auch ja, eine Vielzahl von Allgemeinverfügungen erlassen, auch Rechtsverordnungen, um den Ausgang zu beschränken. Wir halten das für notwendig, weil es jetzt entscheidend darauf ankommt, die Infektionsketten zu unterbrechen. Das heißt, die physischen sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, um damit die Dynamik im Infektionsgeschehen zu brechen. Warum? Es ist ganz klar, dass wir unsere Krankenhauskapazitäten, unser Gesundheitssystem nicht überlasten und wir wollten sozusagen das Infektionsgeschehen strecken. Darauf kommt es jetzt entscheidend darauf an. Also jeder sollte sich daran halten, nicht nur im Interesse seiner eigenen Gesundheit, sondern im Interesse der Gesundheit von uns allen. Also die Allgemeinverfügung gelten weiterhin oder sind verlängert worden? Also wir haben heute die Allgemeinverfügung Ausgangsbeschränkungen in eine Rechtsverordnung überführt. Ja. Das ist im Wesentlichen genau das Gleiche. Das hat rechtliche Gründe, weil eine Rechtsverordnung die stabilere juristische Grundlage ist. Wir haben ja einige Klagen auch laufen gehabt. Die sind zwar alle abgewiesen worden, aber wir wollten rechtlich auf der richtigen Seite sein. Es gibt geringfügige Änderungen. Eine ist beispielsweise, dass mobile Verkaufsstände, Bäcker, Fleischer beispielsweise, wieder möglich sind. Und dass wir den Lebensmittelverkauf haben bei den mobilen Händlern, allerdings unter der Auflage, dass Mindestabstände gewährleistet werden sollen, weil wir das Infektionsgeschehen natürlich eingegrenzt haben wollen. Und dann haben wir also eine Ausnahme. Normalerweise ist es so, dass wir die Begegnung auf die Familie, auf den Lebenspartner, auf den die Mitglieder des eigenen Hausstandes begrenzt haben. Jetzt gibt es unter engen Grenzen Auflagen. Wir wissen ja, dass es viele ältere Personen gibt, die alleine sind, die auch unter dem Alleinsein leiden. Und da gibt es Lockerungen. Das heißt, die können auch zusammenkommen, wenn sie den Mindestabstand halten, um sozusagen soziale Kontakte zu pflegen. Allerdings, es bleibt ein Risiko und dessen sollte sich jeder bewusst sein. Und diese Sache läuft jetzt rechtlich gesehen bis zum 20. April, habe ich das richtig verstanden? Das ist richtig. Also die Allgemeinverfügung, die wir jetzt überführt haben, die Rechtsverordnung, die wird heute veröffentlicht, die gilt ab morgen und die läuft zunächst einmal bis zum 20. April. Das machen alle Länder abgestimmt. Gestern gab es eine Telefonschaltkonferenz aller Innenminister in der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit dem Bundesinnenminister. Wir waren uns übereinstimmend der Auffassung, dass wir zunächst einmal bis zum 20. April diese Maßnahmen laufen lassen. Niemand weiß, wie dann die Situation ist. Das hängt entscheidend davon ab, wie wir uns alle sozusagen verhalten, dass wir uns an die Regeln halten, jeder Einzelne, aber auch wir alle. Wenn das geschafft ist und wenn wir das notwendige Maß an Disziplin haben, sodass die Neuinfektionen zurückgehen, erst dann ist der Zeitpunkt gekommen, darüber nachzudenken, ob es irgendwann mal eine Lockerung geben kann oder einen Ausstieg. Also scheint auch der Plan für die Schulen und Kitas ab 21.04. wieder zu öffnen, doch auch zu funktionieren, oder? Ja, also die laufen auf Sicht zunächst einmal. Bei der Schule war es ja bis zum 17. April. Also das müssen wir dann zu gegebener Zeit begutachten. Die Staatsregierung hat heute in der Kabinettssitzung in Aussicht genommen, dass um Ostern herum nochmal die Lage begutachtet wird und dann wird es Entscheidungen geben, ob und wenn ja, wie lange die einzelnen Verfügungen verlängert werden. Ja, wir haben dann so grob gerechnet, wenn das bis zum 20. geht, ungefähr 5 Wochen mit dieser Situation. Ist denn die Versorgung der Bevölkerung für diese Zeit gewährleistet? Ja,
Also wir haben eine stabile Versorgungslage. Das gilt für die Energieerzeuger, Strom, Gas, Wasser beispielsweise, auch die Versorger, wie auch für den Lebensmittelbereich. Wir alle wissen ja und haben die Erfahrung gemacht, ich war ja auch schon einkaufen für die Familie, dass die Regale voll sind, auch wenn hin und wieder mal das Klopapier knapp wird. Das wird nachproduziert. In Frankreich wird beispielsweise der Rotwein knapp, in Deutschland eben das Klopapier. So ist unterschiedlich die Lage in den einzelnen EU-Ländern. Aber nein, also die Versorgung ist stabil, sie ist auch gewährleistet. Jeder kann sich darauf verlassen, sozusagen, dass das auch weiterhin funktionieren wird. Klar ist aber auch, dass das einschneidende Maßnahmen sind in die Freiheit jeder einzelnen Personen, das ist uns auch klar, und natürlich in die Wirtschaft. Dieser Zustand kann dauerhaft nicht auf Monate aufrechterhalten werden. Insofern kommt es jetzt darauf an, das Infektionsgeschehen zu unterbrechen. Wenn alle mithelfen, wenn alle mitmachen, und das tun sie ja, dann glaube ich, wird es uns gelingen, in den nächsten Wochen auch die Zahlen nach unten zu drücken. Es wird natürlich schwierig werden, wenn der Frühling richtig einsetzt, das Osterfest da ist. Also man hat 4 freie Tage ein Stück, also für alle, die arbeiten gehen. Wird dann die Polizei stärker ins Geschehen eingreifen? Das tut sie ja schon bereits. Und zwar nicht nur die Polizei, sondern auch die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden sind ja unterwegs, diese Auflagen auch einzuhalten. Die übergroße Mehrheit der Sachsen hat sich auch am Wochenende daran gehalten. Das verdient also ein großes Dankeschön, ein Lob. Dennoch haben wir immer noch eine kleine Zahl von Unbelehrbaren, die durch ihr Verhalten und durch die Verstöße sich, aber auch alle anderen in gesundheitliche Gefahr aussetzen. Wir haben am Wochenende etwa 200 Verstöße gehabt im Zusammenhang mit Corona und gegen das Infektionsschutzgesetz. Mittlerweile ist die Zahl gesunken, so auf ungefähr 150 bis 160. Das ist immer noch zu viel. Und deshalb haben wir entschieden, in der heutigen Rechtsverordnung auch einen Bußgeldkatalog aufzulegen. Die Strafen ergeben sich ja unmittelbar aus dem Infektionsschutzgesetz. Also es sind Freiheitsstrafen möglich, bis zu 2 Jahren. Bei Vorsitz sogar bis zu 5 Jahren, wenn nachweisliche Erreger auch übertragen werden. Ja. Wir haben Geldstrafen bis zu 25.000 und wir haben jetzt einen klaren, übersichtlichen Bußgeldkatalog. Das heißt, wenn es da sozusagen Verstöße gegen die Auflagen gibt, wenn man ohne triftigen Grund das Haus, das Heim verlässt oder aber gerade in Pflegeheime und medizinische Anlagen geht, und da die Ansteckungsgefahr nach oben bringt, da gibt es hier auch Bußgelder. Es kann auch Verwarngelder geben, also die sofort auferlegt werden können. Und ich glaube, das ist die notwendige Abschreckung für diejenigen, die sich bislang, wie gesagt, eine Minderheit, nicht daran halten. Gut, das waren soweit die aktuellen Informationen. Oder gibt es noch etwas, wo Sie sagen, das würde ich gern noch an den Mann und die Frau bringen? Also der Aufruf ist ganz klar. Also bitte halten Sie sich an die Auflagen. Das ist kein Spaß. Es geht um Menschenleben. Es geht um die Gesundheit und es geht vor allem um das Leben und die Gesundheit unserer älteren Mitbürger und Mitbürger. Die müssen wir im besonderen Maße schützen. Und deswegen mein Aufruf nochmal, bitte halten Sie sich an die Auflagen. Am Telefon bei FRM aktuell war der sächsische Staatsminister des Innern, Professor Dr. Roland Wöller. Professor Dr. Wöller, ich danke Ihnen fürs Gespräch und bleiben Sie gesund. Sehr gerne, Herr Wagner. Wiederhören. Wiederhören.